Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play League of Legends. Noch einmal respawnen. Ja, ich wollte eigentlich gerade den Ezreal für euch spielen, hat aber nicht geklappt, weil da einer Ezreal Insta-Lock gemacht hat, obwohl ich zuerst ADC gesagt habe. Aber na gut, man möchte nicht meckern. Was? Ja, auf jeden Fall, ich bin der Akali jetzige, stimme ich aber für Akali. Eine Konfi. Ich wollte jetzt auf Israel gehen, aber ich habe eine Konfi für Kali. Ich bin jetzt auf die Top mit Akali gegangen. Ich möchte dazu gleich was sagen. Also dieser Bluten 2 hier, der hier ist, ne? Mit dem habe ich gerade schon mal zusammen gespielt. Da hat der Jace gespielt. Der Typ ist absolut grottig. Er kann nicht spielen, macht KS ohne Ende und hat im letzten Spiel das gesamte Team ohne Ende beleidigt. Geschwind, ich reise. Also ist einer dieser Spieler, falls du eine Liste habt mit Leuten, die ihr nie wieder spielen wollt, schreibt euch den Bluten 2 am besten gleich mal auf. Der kann nichts. Ja. Und der Israel, der Animo Hip, hat gleich mal Insta-Lock gemacht. Und hier den BGXI, der hat auch gerade mit mir gespielt, der ist auch ziemlich schlecht. Also ich habe so das Gefühl, heute spielen nur dieselben und nur Vollidioten wieder mal. Einverstanden. Aber okay, gut. Wie gesagt, der Bluten 2 ist ein totaler Killstealer, gerade eben schon. Der ist mit mir ADC gegangen, obwohl ich ADC zuerst hatte eigentlich. Hat er gesagt, okay, ich gehe SAP. Gut, okay. Dann hat er im letzten Moment hat er von Soraka auf Jace gewechselt, wo ich gedacht habe, was soll das? Und dann hat er mir den Farm gestealt, was im Endeffekt ziemlich dumm war, denn ich hatte dann 60% des Farms, er 30, was ihm nichts gebracht hat und mir im Endeffekt die Power genommen hat. Und ja, am Ende, was soll man sagen? Manchmal gibt es echt nur... Bleib konzentriert. Mal schauen, ob ich mit Akali was reiße. Ich habe noch kein Spiel gehabt, wo ich mit Akali wirklich zufriedenstellend was gerissen habe. So, jetzt haben wir mal hier drauf hier. Das Vieh geht auf mich. Ich verziehe mich jetzt hier. Oh. Trash ist hier. Nimm den Smite. Alles klar. Komm schon! Oh, kann nicht sein. Dreck an dem Ding. Funktioniert nicht, schade. Na gut, okay. Habe ich meinen Jump jetzt sinnlos rausgehauen. Ich dachte, ich krieg ihn eventuell, aber war wohl doch nichts. Sonst hätte ich ihn. Durch den Schleier des Zwielichts. Okay. Ich habe den Jace auf meiner Linie. Ich hoffe, der kann genauso wenig wie der letzte Minute gespielt hat. Dann hau ich ihm auf die Viecher drauf. Ehre ist der Klinge Schärfe. Und hau das auf den Jace immer drauf. Wie viel Leben hat er? Boah, es sieht nicht sonderlich aus. Immer mal versuchen, dass ich ihn treffe mit dem Ding, obwohl das nicht wirklich die Power hat hier. Aber okay. Das kann ich... Ich werde das mal hier ein bisschen farmen noch. Und versuche, dass ich ihm ab und zu mal was drauf haue. Jetzt hat er mir was drauf gehauen. Da habe ich auch... Boah. Die machen aber auch einen Schaden, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Konfi überhaupt drin habe. Ich habe ja eigentlich die Konfi für den ADC drin gehabt gerade. Ich glaube, ich habe die falsche Konfi drin. Alter. Oh, habe ich ein Schwein, ey. Jawoll. Habe ich noch bekommen. Okay. Ja, ist schon ziemlich doof, wenn du jetzt links reinrennst, ne? Ist dein Problem. Dann hole ich mir die Schuhe jetzt. Und... Durch den Schleier des Zwielichts. Also wirklich, man muss ja nicht... hallo, Kalibab hier. Man muss ja nicht LOL sagen, wenn man selbst zu blöd ist und in den Turm reinrennt beim Angreifen. So. Ein Gegner wurde getötet. Mal wieder nach oben. Auch da gäbe es ein 1 vs 1 gerade. Der Jace ist schon wieder da. Hat euch den Turm aber schon wieder Schaden gelitten. Erlitten. Bekommen. Nicht bekommen. Ist aber ein Level höher als ich. 2 Level. Ach so Scheiße. Ja. Das ist immer so ein Problem, wenn du mit einem Champ, der auf Nahgriffe spezialisiert ist,
gegen den Fernkämpfer spielst, hast du natürlich am Anfang erstmal überhaupt keine Chance. Ein notwendiges Opfer. Und solange Akali nicht ihre Ulti hat, bin ich sowieso total machtlos. Der Gegner wurde getötet. So, ich versuche mit dem Kreis immer ein bisschen zu farmen, um nicht vollkommen zurückzubleiben. So. Habe ich nicht bekommen. Was auch immer nötig ist. Ah, oh, das habe ich gar nicht signalisiert. Ich habe es nicht mitbekommen. Tut mir leid. Ah, ist eine gute Idee, wenn. Unentschlossenheit führt zur Niederlage. Vergesst manchmal den Fluss zu warden. Gerade wenn man alleine spielt, ist es nicht gut. Dann kann man nämlich sich nicht darauf verlassen, dass der Supporter einen noch hilft, weil man nämlich keinen hat. Verstanden. Das macht mittlerweile schon ein bisschen Schaden. Der macht mir eigentlich nicht mehr so viel Schaden jetzt. Geschwind. Mit seinen normalen Angriffen. Wow. Da habe ich mich verklickt. So. Einverstanden. So, kurz warten. Erstmal das Vieh holen. Das und dann komm, ja, wunderschön. Da haben wir ein bisschen Schaden gemacht wieder, aber ich habe noch ein, zwei Tränke dabei. Und hier noch zwei Kills. 20 Stück, der Jace hat 9, ich habe weniger als ich. Weil die ganze Zeit nur angreift wahrscheinlich. Nein, komm, ah Mist. Und hier den. Ah, oh, wieder nicht bekommen. Kann doch nicht sein. Was auch immer nötig ist. Dann habe ich wieder einen Farm gekriegt. Langsam sollte ich ihn im Farm auch überholt haben. Er ist Level 6. Nein. Wieso ist der Level höher, wenn er weniger Farm als ich hat? Das darf ich nicht. Symmetrie in allen Dingen. Ach, er hatte First Blood. Das gibt, glaube ich, extra Erfahrung. Ein weiterer unwürdiger Gegner. Ich weiß nicht, dass ich sichtbar bin, wenn ich angreife. Ich bin nicht gut. Auch wenn ich heute so tue. Ich bin immer noch nicht Level 6, ey. Das wird. Das mit dem First Blood ist echt doof für mich. Dass er das geholt hat. Hätte ich meinen Jump nicht noch gehabt, hätte ich davon jumpen können. Ey, der Turm hätte ihn gekillt, aber. So. Unentschlossenheit führt zur Niederlage. Oh, oh. Nichts da. Ich weiß, das war jetzt vielleicht ein bisschen übereilig, aber. Geschwind, ich reise. Hihi. Ja? Im Tower ist das nice. Oh. Was? Der hat mich im Tower angegriffen. Wie konnte der da. Och man. Ich dachte, ich krieg den jetzt. Der hat mich im Tower angegriffen. Wie hat der das überlebt? Ein paar Tränke mitnehmen. Ich bräuchte ich oben langsam mal Hilfe. Ah, die hat schon gesehen, sehr schön. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Da, Mr. Feld, auf jeden Fall, der Turm. Und ich bin immer noch nicht Level 6 und der ist schon Level 7 jetzt. Und ich hoffe, der hat den zweiten Kill nicht bekommen. Natürlich hat er den zweiten Kill bekommen. Das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Könnte ja mal was glatt laufen, ne? Schreite Sache. Und wie ist auch aus Level 5? Komm schon! Oh mein Gott! Stirb, stirb! Oh mein Gott! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Kann doch nicht sein! Stirb doch! Schreck doch einfach ab! Ich hole mir das Ding jetzt. Es kann nicht sein! Es kann einfach nicht sein! Was habe ich denn? Ich weiß, es ist dumm, an den Turm anzurennen. Ich dachte, ich krieg die Kuh noch rechtzeitig. Och Mann! Ich hasse es, wenn ich die Lane verliere. Ich hasse es einfach. How Akali can lose against Jace? Because he have first blood and he gang me good. So. Symmetrie in allen Dingen. Oh, lass mich ja in Ruhe, ey.
Schon erledigt. Na endlich, ey. Könnt ihr mal, dass der... Oh, der Jungler kommt. Oh. Nehmen wir das an. Ah, da ist Jace, okay. Och, was macht der? Ah, ich habe erst eine Ulti. Oh, Mist. Warum greift die auch sofort an? Das kann doch nicht sein. Warum sind manche Jungler so? Ich würde niemals als Jungler angreifen, wenn der Gegner nicht über die Mitte ist. Genau das bringt doch gar nichts. Die rennt da rein, lässt sich vom Turm vielleicht noch catchen. Der Jace kommt erst recht nicht raus, weil er sieht, dass der Jungler da ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und der Jungler ist nun mal dazu da. Jetzt, ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich mich damit nicht ausholen, aber der Jungler ist nun mal dazu da, wenn eine Lane schlecht läuft, dass der Jungler versucht zu helfen und bei guten Lanes die Lanes zu pushen. Gute Lanes pushen, schlechte Lanes helfen. Und das ist kein Jungling, das ist, ja, das ist rausstürmen, hoffen, den Kill zu kriegen und wieder reinrennen. Da schon wieder. Das macht keinen Sinn. Er attackiert sie, weil er stärker ist als sie, vom Damage her. Jetzt rennt sie wahrscheinlich noch in den Turm rein. Wo er sie dann killen könnte. Macht sie nicht, okay. Symmetrie in allen Dingen. Und sie bleibt jetzt hier sitzen. Was im Endeffekt mir den Farm nimmt, weil sie mit farmt. Okay, sie geht weg. Das ist schon mal ein was Gutes. Berserker. Er ist jetzt zwei Level über mir. Ich habe drei Tote, ein Kill. Durch den Schleier des Zwielichts. Das heißt, er ist über mir und hat auch noch mehr Power. Und mehr Leben. Ich bin also in allen nur denkbaren 45, er hat 43. Das heißt, er hat auch fast so viel Farm wie ich, ja. Wenn ich es wenigstens durch den Farm regeln könnte, wäre das okay. Ohne Frage. Nein! Ach Mann, warum hat er mich genau in dem Moment angegriffen, ey? Kotzt der mich an, ey. Der greift mich immer genau dann an, wenn ich irgendwas farme. Ist ja logisch, aber es kotzt mich trotzdem an. Komm. Ich krieg keine Lastkills mehr. Wieder nicht. Da willst du mich jetzt verarschen. Kein Lastkill. Ein Verbündeter wurde getötet. Das sind so Games, da würde ich einfach so gerne mich hinstellen, AFK gehen und einen Kaffee trinken oder sowas. Aber dann wirst du ja reported. Was an sich auch ganz okay ist, aber es ist einfach so dumm. Ich habe keine Chance. Und ich heule die ganze Zeit nur rum, weil ich keine Chance habe. Ey, komm, was ist das denn? Dann sag mir, ich soll mich zurückdrängen lassen, dann lass ich mich zurückdrängen, dann machen wir es am Tower. Notwendiges Opfer. Oh oh. Klasse Aktion. Ich mach ihm nicht mal Schaden, ey. Verstand. Hau da ab, Alter, hau da ab. Ich kann da nicht helfen, das kannst du vergessen. Ein Verbündeter wurde getötet. Bekommen tut er mich nicht, aber... Ein weiterer unwürdiger Gegner. Okay. Bekommen hat er mich nicht, aber es bringt im Endeffekt auch nichts, weil ich trotzdem gefeedet habe. Das Team an sich ist zwar besser... Oh, warte mal. Wenn das was wird. Dominieren. Symmetrie in allen Doppeltöten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Einverstanden. Ihr wurdet getötet. Das war so klar. Ja, das war so klar, dass der mich jetzt noch kriegt. Ich glaube, ich verkaufe das Ding jetzt mal, weil es gibt was Wichtigeres, was ich mir kaufen möchte, und zwar den hier. Habe ich jetzt sehr viel Fähigkeitsstärke. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich versuche jetzt auf meiner Lane... Erstmal zu verteidigen.
Der Jacer, was geht denn? Der geht bestimmt auf AD, gell? Nee, der geht auf... Ach doch, ah, der geht auf... Ja, klasse, der holt sich gleich mal am Anfang so einen Magieresistenz. Das bringt bei mir natürlich extrem viel. So, jetzt fahren wir hier erstmal ein bisschen. So. Jetzt wird der Jace wahrscheinlich da reinrennen, die Leute. Ah, war schon klar. Legendär. Das war so klar. Ich komme, ich komme, ich komme, ich versuche mein Bestes. Durch den Schleier des Zwielichts. Die Leona wird sterben, glaube ich. Attackiert, ich komme runter, attackiert. Attackiert doch. Oh, komm, auf, 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 auf. Na also. Terminiert. Boah. Okay. Unser Pfad gleicht sich. Schafft er den? Ein Gegner wurde getötet. Ja, aber. Verstanden. Und schon. Neben dem. Nice. Jetzt der da noch. Holen wir uns den Turm hier ganz kurz, ne? Okay. Lief ganz gut. Oh oh. Das Team hat einen Turm zerstört. Oh, oh mein Gott! Nice! Jetzt back, 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 gib, gib, gib. Ich schub dir mal ganz kurz sicherheitshalber. Okay. Hat nicht viel gebracht, aber okay. Boah, war das nice. Moment, ich glaube, ich brauche den Stab nochmal, oder? Ja, ich brauche den nochmal. Dann hole ich mir gleich das zweite Mal. Dann sollte ich eigentlich übelst viel Power haben. Dann habe ich 160 Fähigkeitsstärke plus, also extra bekommen. Ein Gegner wurde getötet. Muss halt irgendwie nur strick mal schon Kaffee. Sowas liebe ich, wenn am Anfang ein bisschen schlecht läuft. Ein Gegner und dann im Teamfight fängt es dann an gut zu laufen. Zu dem der Ezreal ziemlich gut zu sein scheint. Obwohl er Insta-Lock gemacht hat. Ich hoffe, es ist erst gut. Oh, nein. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Unser Pfad gleicht sich. Die Leona scheint ziemlich gut zu sein. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum sie ein paar Assists oder so hat. Ich gehe mal lieber nicht. Ich versuche ein bisschen zu farmen, aber ich versuche nicht zu weit rauszugehen. Wenn der Jace hier langkommt, der macht mich trotzdem noch kalt, glaube ich. Hm, nice. Auch wenn er auch nicht gut sein sollte, er macht auf jeden Fall ein paar Kills. Das ist schon mal gut. So, okay, die greifen da an. Das, der Fizz ist da. Aber es fehlen vier Leute. Vier Leute fehlen hier. Bleib konzentriert. Keine Ahnung, wo die sind. Einer ist tot, alles klar. Wer ist tot? Ezra ist tot noch. Da ist noch Warwick, das heißt, es kann maximal Jace hochkommen. Oh, und da ist Trash, das heißt nur Jace kann hochkommen. Und Jace wird nicht hochkommen. So, nice. Da bin ich nicht mehr hochgekommen, meine Attacken machen mehr Schaden. Alles, was das Herz begehrt. Ohne wenn ich Glück habe, denken die Leute das weit, die lang genug ab. Mal so ein Tipp für ein Game, wo ich auch schon einige Games gecarried habe. Das ist jetzt nur so, ja, eben seine Sache. Wenn ich genug Kills hatte und eigentlich der Beste im Team bin, dann renne ich manchmal, wenn das Team verliert, vor Killen Tower, sterbt dadurch. Killen Tower, sterbt dadurch. Aber nur wenn ihr wisst, dass ihr den Tower auch hundertprozentig gekillt kriegt. Auch wenn ihr halt dabei sterbt. Aber das tut manchmal das Spiel carryen, weil dadurch an den gegnerischen Nexus herankommt. Während der Gegner damit beschäftigt ist, eure Leute zu killen, weil die halt nichts drauf haben.
Das funktioniert bestimmt noch nicht immer, aber falls ihr merkt, das Gegnerteam ist gar nicht so gut, hat halt einfach nur Glück mit eurem Team, dann probiert das ruhig mal. Das funktioniert echt gut. Jetzt zum Beispiel kriege ich den Turm, falls ich jetzt sterben sollte, ich kriege den Turm hundertprozentig aber noch. Das heißt, der Turm wird auf jeden Fall jetzt down gemacht. Ich bin momentan noch nicht der Beste im Team, aber... So, jetzt schauen wir hier mal weiter an. Die Leute sind... Das war dumm, das wollte ich nicht aktivieren. Mit Akali habe ich es ja nie probiert, ich habe es damals, ich habe es mit Ash gemacht, weil dann habe ich der Attack Speed Items gegeben. Okay, da kommt Warwick zum Beispiel jetzt. Da, der macht zu viel Schaden. Okay, Warwick. Klasse, der hat 6 Kills, ey. Aber ihr seht, ich habe 2 Türme gekriegt, bevor ich gestorben bin, war also an sich eigentlich ein Plus. Jetzt hole ich mir noch das Ding hier, dann kriege ich nämlich Rüstung gegen Warwick, der eigentlich auf AD gehen müsste. Oh! Ja, das war ein Sieg. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat jetzt. Ich werde es auf jeden Fall hochladen mit Akali. Man hätte es besser machen können. Ich würde es bestimmt noch mal ein paar Mal Akali geben. Wie gesagt, wir haben ja genug Let's Plays. Let's Play Spielraum. Ich werde die Folgen jetzt wahrscheinlich auch länger machen wieder, da ich ja jetzt wieder 3 Let's Plays habe. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!